Hallo, Peter Pieck hier. Ich bin Michael Goller. Jo, du hast dich in den letzten Jahren vom Außenseiter zum Insider-Tipp gemausert. Und wie fühlt es sich jetzt an als Insider-Tipp? Insider-Tipp heißt ja, dass die Sprache immer noch nicht richtig verstanden wird. Also die muss erst noch erlernt werden. Aber es gibt Sie erste Ansätze. gibt erste Ansätze. Sie hat halt manchmal eine recht komplizierte Grammatik. Aber es gibt zurzeit gute Wörterbücher, die in Arbeit sind. Echt, was denn? Um die Sprache zu übersetzen. Was ist denn so ein Wörterbuch? Ja, also was du jetzt gerade machst, ist auch so eine Art Eintrag ins Wörterbuch. Stimmt. Na cool. Jetzt. Also. Es gibt halt oft so eine Art Fremdheit erstmal. Unvertrautheit, Ratlosigkeit, was mir so gesagt wird. Aber das kann ich natürlich nicht beurteilen. Man kriegt es ja gar nicht ganz drauf auf den Monitor. Bei mir ist eigentlich die totale Klarheit am Anfang und dann nach dem, ja, ich meine, zum Beispiel das Bild ist jetzt fertig, Saturnalien im Überraum frisch. Nach einem Jahr ist es fertig. Ne? Am Anfang war halt eine Klarheit. Da sind ja noch ein paar Skizzen, die man mal so anfängt. Es gibt halt den figürlichen Ansatz, der auch drin ist dann im Bild. Und das, was auf das Bild selbst Na, hinzählt. das ist ja was, was die, das ist ja was die Sprache, was eher so schon so eine Sprache ist, oder? Ja, die Grundbausteine der Sprache oder Genau. die Sprachgesetze. Aber die Sprache zu sprechen ist dann natürlich noch ein anderes Ding. Und dabei entwickelt sie sich nur weiter beim Sprechen. Das ist auch so eine Art Sprachforschung malen. Also immer wieder eine Frage, die neu gestellt wird an die Sprache und die Sprache dann lösen muss mit ihren Möglichkeiten. Na cool. Ja. Und ja. Okay, Maike, vielen Dank für das Gespräch. Bis bald.